Leute, und willkommen zu einer weiteren Folge Terraria. In der letzten Folge haben wir uns schon mal vorbereitet für Skeleton. Also, was heißt vorbereitet? Nicht fertig, aber wir haben uns vorbereitet, schon ein bisschen gut. Wir haben Brains besiegt, mehrere, und haben jetzt hier Tränke zwei schon mal gecraftet. Der dritte gedeiht gerade oben in unserem Garten. Beziehungsweise die Pflanze gedeiht, die wir brauchen, hier drauf. Und wir wollen heute noch einen Trank farmen, den wir noch nie benutzt haben oder nie gecraftet haben. Das wäre der hier. Warte, wo ist der denn? Ich weiß, es gibt viele Tränke. Das hier ist es. Der Ausdauertrank. Dafür brauchen wir einen Fisch, und zwar den gepanzerten Blindfisch. Dafür wollen wir uns erstmal eine Angel craften, und das machen wir mit Eisen. An unserem Amboss, weil ich glaube, Eisen ist besser, was wir uns gerade craften können. Da, eine Eisenangel haben wir dann. Und den Rest des Eisens können wir weglegen, weil den brauchen wir nicht. Zumindest noch nicht. So, was wir jetzt leider machen müssen, ist erstens. Und wo ist der Typ? Der ist da oben. Ich weiß nicht, ob wir ihn schon mal eins gekauft haben. Aber ein Fliegennetz brauchen wir. Was man mit dem machen kann, falls ich es noch nie gesagt habe, man kann damit die Tiere einfangen, die draußen sind. Und für unsere Mission ist es, Steine zu finden, also so große Brocken, dass, wenn wir die abbauen, Würmer rauskommen und wir die fangen. Weil zum Angeln brauchen wir Würmer. Und deswegen suchen wir die. Am meisten gibt es die im Jungle, deswegen gehen wir dahin. Weil dort gibt es auch Grubbies, die zählen auch als Würmer. Zum Beispiel die da. Diese lilanen Dinger. Ja, der ist jetzt in die Lücke gefallen, den lasse ich mal daneben dann. Wenn man die Büsche abbaut, kommen manchmal eins raus, deswegen. Wenn keiner rauskommt, dann nehme ich mir den Grubby halt. Da ist einer. Zack, den können wir fangen. Und dann haben wir einen Grubby. Das sind die Lebewesen. Wir können auch die drei Frösche hier fangen, aber. Oder zwei. Ah ne, hier ist die dritte. Aber die können wir leider nicht zum Angeln benutzen. Aber nein. Wir fahren jetzt ein paar Würmer, sage ich jetzt mal. Ah, das sind die normalen Würmer. Die können wir auch mitnehmen. Zack. Ich stirb durch den Wurm, durch den Slime. Wow. Das ist scheiße, aber das kann ich nicht ändern. Die Schildkröte kann ich auch fangen. Ja, wir haben jetzt 5 Köder, das sollte reichen. Eigentlich für 2 Fische. Und ja. Was ich jetzt erstmal machen werde, ist sagen, dass die nächste Person hier einziehen soll. Damit wir uns zum Dschungel TP'en können, immer noch. Und ja. Jetzt ist die Frage, wo findet man diese Fische? Die, wo ich gezeigt habe, der gepanzerte Fisch. Den brauchen wir, diesen einen. Und der ist die wenigstens an ihren Spot wieder eingezogen. Ja, geht doch. Okay, das ist also Yuka gewesen, dass die gestorben ist. Wow, gut zu wissen. Was lernen wir daraus? Tote Menschen sind egal. Okay, wir gehen jetzt hier runter zum Angeln, weil wir müssen in einer Höhle angeln, damit der kommt. Der Fisch, damit man ihn kriegen kann, meine ich so rum. Ich glaube, das wird nicht zählen, das Wasser hier. Deswegen müssen wir uns das Wasser von noch tiefer suchen. Das machen wir jetzt auch. Ich baue jetzt mal hier einen Weg, weil ich keine Lust habe, drum herum zu laufen. Auch wenn es schneller gehen würde wahrscheinlich. Ich kann euch mal auch ranzoomen ein bisschen mehr, weil das hat gerade keinen Sinn. Ah, wobei, da links ist Wasser. Aber das ist auch zu hoch, glaube ich, noch. Und hier gehen wir raus. So, wir brauchen eine Angelstelle, die ist noch zu hoch. Die links wäre gut, da wo wir unsere Leuchtwurzel gefunden haben, aber die wäre nicht schlecht. Dann lass mal runter. Übrigens, Angeln kann man nicht upgraden, bevor jemand was sagt. Ne? Upgrade doch deine Angel. Was wir machen ist, wir platzieren noch eine Fackel hin und können angeln. Wir schmeißen einfach rein und so angelt man. So wie in Minecraft eigentlich. Man wartet, bis der Haken runtergeht und zieht dann raus. Und das heißt für uns warten, warten und... Ach, schade. Was gerade passiert ist, ist, dass wir geangelt haben und der Köder wurde gefressen. Und wir haben es zwar rechtzeitig gezogen, aber der ist kaputt gegangen. Also die Angelschnur ist gebrochen. Das kann nämlich auch passieren. Und da haben wir einen Barsch gefangen. Das ist jetzt einer der normalen Fische. Die wollen wir nicht. Wir wollen die guten, die gepanzerten Fische. Wenn wir noch 2 Köder haben und immer noch keinen bekommen haben, dann gehen wir woanders da tiefer. Weil dann ist das noch zu hoch. Ja, komm, das wäre schon gut, wenn ich den mal bald bekomme.
Wenn nicht, gehe ich tiefer. Weil. Ja. Na. Ein Fisch wäre nice. Ein alter Schuh. Willst du mich verarschen? Ich weiß, es ist langweilig, aber was für Seetang. Ich will einen Fisch. Und zwar einen gepanzerten. Vielleicht ist die Angel noch zu schwach dafür, aber ich denke mal, man kann ihn bekommen, aber selten. Brauchen wir eigentlich nur einen? Weil wir brauchen ja den Trank erstmal nur einmal. Ja, was wir hätten machen können, was mir nicht eingefallen ist, in der letzten Folge mit dem Erz, was wir bekommen haben vom Brain of Cthulhu, hätten wir uns eine Angel draus bauen können, die besser ist als die hier. Ja, das hätten wir machen können. Daran habe ich gar nicht gedacht. Egal, wir kriegen das schon damit hin. Achso. Oh, ich kann nicht angeln, während ich auf dem Seil bin, das wusste ich nicht. Ja komm, das muss doch jetzt gehen. Ach Junge, ich will jetzt ja auch nicht 3 Jahre lang eigentlich nur angeln mit euch. Aber ja, geht nicht anders da. Ja. Was wir machen können, ist uns mit den Sternen kombinieren, die Würmer. Ja, 3 Sterne können wir opfern, um zu gucken, ob das viel bringt. Machen wir das mal. Eine Holzkiste, okay, schon mal besser. Die können wir öffnen. Da kommt da was raus, das machen wir mal. Okay, neue Köder kommen raus und das war's, glaube ich, auch. Aber was wir brauchen, ist offensichtlich einen gepanzerten Fisch. Spiegelfisch, ja, den will ich nicht. Also hier ist er nochmal, ne? Wir wollen einen gepanzerten. Das ist ein Pinker, den habe ich euch vorhin gezeigt. Ne, einen Spiegelfisch will ich nicht. Der bringt uns gar nichts. Zumindest gerade nicht, vielleicht irgendwann. Ein Bayerisch will ich auch nicht, von denen haben wir auch genug. Das Gute ist, die Fische, die wir nicht brauchen. Ah, genau diesen wollen wir. Den gepanzerten Blindfisch. Und ich habe jetzt auch gar keinen Bock mehr zu angeln, deswegen scheißen wir drauf. So. Was wir jetzt machen, ist nochmal gucken, ob wir einen brauchen, weil ich bin mir nicht zu 1 Milliarde % sicher, aber ich bin mir jetzt fast schon sicher genug, um sagen zu können, dass. Ja, okay, das war's. Wir brauchen nur einen, dann haben wir das auch geregelt. Dann fehlt uns nur noch die Pflanze, dann haben wir die Tränke schon mal. Mit den Spiegelfischen können wir übrigens die Rückblendetränke bauen. Ja, ich meine die Rückruftränke und die Wurmlochtränke, ja. Aber brauchen wir beides nicht. Wir können, ja, Essen craften, aber keine Ahnung, ich verkaufe die dann lieber an den guten alten Typen hier links. Wo ist er denn? Hey, was? Wo ist der Waffenhändler? Wo ist er denn? Der wohnt doch noch hier. Oder ist er jetzt runtergedroppt? Nein. Hä? Okay. Ich vergiss es mal. Achso, der ist noch bei uns, wegen letzter Folge. Ja, ich nehme die hier direkt danach auf, deswegen. Okay, dann gehen wir Schlebium. Stimmt, da waren wir letzte Folge auch. Da haben wir das meiste Geld rausbekommen. Dann verkaufen wir es mal an dir. Die Fische sind zwar jetzt nicht ultra viel wert. Aber wir können auch die Tiere verkaufen, die wir gefarmt haben. Und ja. Das war's eigentlich schon. Mehr will ich nicht machen. Die restlichen Würmer, die wir haben, die lagern wir mal, falls wir irgendwann mal wieder angeln sollten. Denn ich sehe gerade noch keinen Grund für, die zu behalten. Und die Angel kann auch erstmal weg. Das behalten wir, falls unsere Pflanzen endlich wachsen. Wobei ich eine Befürchtung habe, weil das sind ja Leuchtwurzeln.
und die wachsen nur unter der Erde. Kann das sein? Ich weiß nicht, ob die unbedingt unter der Erde sein müssen. Aber ich werde es mal bei denen oben zumachen. Damit dies und unten drunter auch, damit es vielleicht mehr bringt. Ich weiß nicht, vielleicht ist es einfach nur nutzlos, was ich hier mache, aber wenn es was bringt, will ich es verschnellern, weil uns fehlt wirklich nur noch der Trank eigentlich. So, was ich jetzt mache, ist Holzfarm, weil ich brauche Holz. Und also ich brauche Holz, weil ich die Arena dort erweitern will. Beim Skeleton. Ich will da was Neues einbauen, was uns helfen soll. Hoffe ich. Und das machen wir dann dort. Das baue ich dann dort. Das braucht doch nicht lang, das braucht doch nur Holz. Und wenn wir die Tränke haben und das, ist die Vorbereitung fast fertig. Ich würde gerne noch versuchen, nachts ein paar Linsen zu farmen, damit wir Auge nochmal machen können. Also Eye of Cthulhu. Damit wir nochmal Geld farmen können für mein Schild, weil das gefällt mir gar nicht, was es gerade hat. Kritisch Trefferchance. Das ist boring. Und deswegen, ja. Die Eicheln müssen wir auch wieder pflanzen, damit wir auch neue Bäume kriegen, sonst haben wir ein Problem. Ja, Pflanzbaum irgendwo hin. So, perfekt. Und mit dem Holz, was wir haben, können wir jetzt zu Skeletron wieder hingehen. Der ist hier hinten, wenn ich mich TP'en darf. Genau. So, dann meine neue Technik. Oder was ist neu? Ich wollte hier was ändern. Und zwar wollte ich uns eine kleine Taktik machen. So. Und zwar wollte ich uns hier zwischen einfach so Balken aufbauen. Wofür die da sind, haben den folgenden Grund. Ich erkläre es euch gleich. Lass die erstmal bauen. Ja, das eins höher sollte es schon sein. Hey, eins höher. Ja, so kann es auch sein. Ist okay. Keine Linse leider. Schade. Sonst hätte ich die gerne angenommen. Nee, aber warum mache ich diese komischen Balken hier zwischen? Ihr denkt euch jetzt entweder, kann der Skeleton vielleicht langsamer dadurch werden oder könnte das sein, dass du dadurch schneller bist? Oder wenn du durchschießt, machst du mit Damage mit Mini High oder irgendwas? Naja, die richtige Antwort wäre, dass ich schneller bin. Vielleicht sagt man, warum bin ich schneller? Hat den folgenden Grund. So, und zwar, wenn ich hier am Rennen bin und er ist jetzt hinter mir, sagen wir mal, könnte ich mich, wenn ich zu langsam bin, mit dem Grappler ranziehen und dadurch instant meine Speedshoes bekommen. Als Beispiel, ich laufe hier gerade, warte, wir machen so, ich bleibe hier mal stehen, so. Ich laufe normal und dann, wenn ich das mache, habe ich die Speedshoe instant. Hier, ich bleibe mal stehen nochmal und da habe ich sie instant. Das heißt, wenn ich zu langsam bin, kann ich das hier benutzen, dafür. Oder auch, ich kann es benutzen, wenn ich zu weit oben bin, dass ich mich runter benutze. Ja. Ich denke nicht, dass wir das benutzen, weil es ein bisschen komplizierter sein wird, wie ich sehe auch. Und ja, deswegen werden wir es wahrscheinlich mehr dafür benutzen, um schneller zu sein. Nur ein kleines Upgrade, aber eins, was hilft. So, und dich würde ich auch gerne ein bisschen verlängern. Denn mir gefällt es nicht, dass es so einfach so endet. So, okay, perfekt. Damit ist ein bisschen länger und ich muss hier links auch noch was bauen, weil wenn ich dort runterfalle, komme ich nicht mehr so leicht hoch, habe ich mitbekommen. Deswegen platziere ich uns hier in so eine Plattform mal hin. Ich weiß, wir haben Schuhe zum Hochfliegen, aber ich platziere sie so, dass wir rein theoretisch mit einem Sprung hoch könnten. Also hier nochmal. Mit einem Sprung. Ja, und hier können wir dann den Rest so oder so mit links machen. Und hier können wir uns wieder Speed geben. Okay, also die Arena ist im Grunde genommen fertig. So. Uns fehlt noch die Leuchtwurzel auf jeden Fall. Uns fehlt noch Geld, deswegen schaue ich jetzt mal, ob wir noch Linsen haben. By the way, wir haben noch einen Donnershot, das habe ich gar nicht mitbekommen. Zumindest weiß ich nicht, wann gefunden. Sieht nicht aus, als ob wir Linsen haben. Nope, aber es sieht so aus, als ob wir Rubies haben. Und für mich bedeutet das, wenn wir Rubies haben und wenn ich hier noch Platin habe. Genau, wir können zweimal Kingslime machen. Was schon ganz gut ist eigentlich, denke ich mal, weil den können wir ja auch als Geldfarm benutzen. Deswegen gehen wir jetzt kurz zu Purpur hin und craften uns Kingslime zweimal.
damit wir ihn zweimal machen können. Weil wenn mein Schild noch auf Abwehr 3, da war es eigentlich schon okay. Das hätte gar nicht auf Abwehr 4 müssen. Ja, ich wollte einfach nur das machen, weil ich nicht viel mehr hatte, was ich mit dem Geld machen kann. Deswegen, wenn wir Abwehr 3 kriegen, wäre ich schon zufrieden mit. Und dann sind wir wirklich kampfbereit. Und wenn wir das dann wieder nicht schaffen sollten, dann muss es durch den Tod scheitern, weil wenn es durch uns scheitert, oder durch mir, weil ich zu weit weg bin, dann müssen wir ihn nochmal machen, weil das würden wir hinbekommen. Das kriegen wir eigentlich hin. Im schlimmsten Fall, wenn wir ihn nicht schaffen sollten, da spare ich euch übrigens das mit dem Tränkesammeln. Das werde ich nicht nochmal mit euch machen. Ich habe das schon, glaube ich, oft genug gemacht und ich pflanze auch extra mehr Pflanzen an, sodass, wenn was passiert, es auch nicht so lange braucht. Ja? Das Angeln können wir zusammen machen, falls ich einen besonderen Item ziehe. Oh, ich habe vergessen, die Kronen zu craften. Man muss erstmal Anvil zwei Kronen craften. Das haben wir ja schon mal gemacht, oder nicht eigentlich? Wir haben ja Kingsland schon mal gemacht eigentlich. Naja, wie auch immer. Dann gehen wir da nochmal hin. Wir müssen uns auch unbedingt mehr Muni kaufen dafür. Also ich will mindestens 2000 Schuss. Weil, ja, 500 ist nie so viel. Aber naja, wie auch immer. Übrigens, wir verbrauchen, für die, die es immer noch nicht gecheckt haben, nur einen Schuss, wenn wir mit der Shotgun schießen, obwohl da mehrere fliegen. Aber ich denke mal, das habt ihr schon alle bemerkt in dieser Zeit. Weil, wenn ihr diese Folge schaut, habt ihr die anderen, denke ich mal, gesehen. Und wenn nicht, könnt ihr das jetzt gerne auschecken. So, ja, lass mich, ich will nicht fighten. Genau, zweimal haben wir ihn geklappt. Lass mich kurz was nachschauen, wenn ich schon hier bin. Okay. Okay. Wir müssen auf Tag warten, dann machen wir die King Slimes. Und mich wundert es, ob es normal ist, dass die Leuchtwurzel nicht wächst, weil ich weiß nicht, ob die in der Höhle oder so ein Scheiß sein muss. Naja, wie auch immer, in dieser Folge machen wir ihn eh nicht. Wenn er bis nächste Folge nicht wächst, oder wir können ja jetzt schon mal in der Höhle nach neuen suchen. Bis Tag ist halt, das sehen wir ja in der Uhrzeit rechts, wenn da 6 oder 8 Uhr steht, dann können wir wieder hochgehen circa. So lange gehen wir runter und suchen nach einer Leuchtwurzel. Weil eine Leuchtwurzel wäre nicht schlecht. Ja, vielleicht sehen wir die eigentlich auf der Map, ne? Das wäre auch eine Option. Zum Beispiel da, wo es leuchtet. Weil das leuchtet ja nicht ohne Grund dort. Das ist ja direkt beim Baum bei uns zu Hause. Da können wir ja so sogar hinlaufen. Dafür müssen wir ja nicht mal Ohren oder so benutzen. Also gehen wir da jetzt mal hin, weil vielleicht ist da ja was leuchtwurzelmäßig. Wir brauchen eh zwei Stück. Deswegen. Oh. Das ist meine Plot gewesen. Und die besagt zu mir sogar, dass. Wie lange nehme ich denn auf? Okay. Das werden wir wahrscheinlich erst in der nächsten Folge machen mit den Kingslines. Wir gehen hier noch runter und das war's dann. Weil es geht, glaube ich, länger als gedacht, diese Folge. Da ist eine Leuchtwurzel, ja, ich sehe sie. Hier. Wir haben sowieso schon mal ein Video darüber gemacht. In die Scheiße gesucht. Das ist sogar noch eine perfekte. Ja, dann haben wir die Potion schon mal. Das ist sogar 3. Okay. Okay, dann war das schon eine gute Idee, hier runterzukommen, scheinbar. Was wir machen können, ist, falls wir jemals hier wieder runterkommen sollten, schon mal Leuchtwurzeln anpflanzen. Die pflanzen wir genau wieder dort an. Das Einzige, was wir noch dazu machen, ist, wir pflanzen hier noch eine an. Dass wir uns wundern, dass hier 4 Stück sind. Oh Gott. Okay, nee, dann hoffe ich aber, euch hat diese Folge Terraria gefallen. In der nächsten Folge kaufen wir uns Moni, machen die Kingslimes und craften uns die Potions. Die können wir jetzt schon craften. Das machen wir noch schnell.
Und dann bekämpfen wir eigentlich schon, ja, den guten alten Skeleton wieder mal. So, dieses Mal haben wir noch einen Trank extra, das ist der verringert eingesteckten Schaden um 10%. Aber darüber rede ich noch in der nächsten Folge. Auf jeden Fall hoffe ich, hat diese Folge gefallen. Gebt mir noch dafür mehr Terraria. Abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht getan habt. Das würde mich sehr freuen. Ihr könnt auch die Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und mein TikTok ist wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt. Bis zum nächsten Mal und ciao, Leute.